herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem beliebten Quiz. Dumm gefragt ist halb gewonnen. Wir begrüßen auch heute wieder drei Kandidaten im Studio. Beifall für unsere Kandidaten. Nun, bevor wir beginnen, nicht zu vergessen, auch meine langjährige Assistentin Ingrid ist wieder mit dabei. Und nun zu unseren Spielregeln. Für jede Antwort gibt es 8 Stunden Bedenkzeit. Für jede richtige Antwort 10.000 Punkte. In der ersten Runde werde ich an jeden der Kandidaten eine Frage stellen. Kandidat 1. Wie heißen Sie? Ja. Ich meine, ja. Wie Sie heißen, Herr... Ja. Ja. Leider kann ich für diese Antwort keine Punkte geben, denn die richtige Antwort lautet Emil Einfall. Ja, hier. Leider ist es jetzt zu spät, Herr Einfall. Kandidat 2. Wie heißen Sie? Warum wollen Sie das wissen? Ja, das steht hier auf meinem Zettel und... Da kann ja jeder kommen, im Leben anderer Leute herumzuspionieren. Was wollen Sie überhaupt noch alles wissen, Sie Schnüffler, Sie? Ja, leider kann ich auch hier keinen Punkt geben, denn die richtige Antwort lautet Hubert Hinterlist. Wie haben Sie das rausgekriegt? Ja, aber Herr Hinterlist, Sie haben... Hören Sie mal, wenn ich das auspacke, verstehen Sie? Ich kann über Sie noch ganz andere Dinge sagen, die Leute hier interessieren wird. Verlassen Sie mich drauf, wir sprechen uns doch. Ja, das verspreche ich Ihnen. Ja, und weiter in unserem lustigen Ratespiel. Kandidat 3. Wie heißen Sie? Ich hätte gerne Bedenkzeit. Bedenkzeit! Bitte sehr, die Uhr läuft. Ich hab's. Was ist los? Ich hab's. Ah, Kandidat 3, Ihre Antwort. Ja, ich heiße Michael Katzengreis. Richtig, das macht 10.000 Punkte für den Kandidaten 3. Und nun, nach dieser anstrengenden ersten Runde eine kleine Pause. Und hier, meine Damen und Herren, habe ich für Sie eine echte Sensation auf der Musikszene. Wir haben eine Sängerin für Sie, die nachweisbar tatsächlich 3 Jahre am Musikunterricht der Grundschule in Klein-Hammelbach teilgenommen hat. Unsere Livia mit ihrem Astronautensong. Der Mond ist aufgegangen, die güldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Herr Quizmaster, ich habe doch die erste Runde gewonnen. Können Sie der Dame nicht mal sagen, dass sie was Poppigeres, so einen Diskothekentitel singt? Ich will es versuchen, wenn Sie gerne möchten, Herr Katzner. Livia, entschuldige die Unterbrechung, aber Herr Katzengeist, der Gewinner unserer ersten Runde, hätte die Bitte, ob du vielleicht etwas poppiger singen könntest, etwas diskothekär, die Nummer war vielleicht nicht heiß genug. Ja. Between the hills and down by the bay.
Gonna treat you like a star. Like a star. Hollywood is near, so there you are. Spotlight, colors everywhere, even hot nights. People stand and stare, call me lightning. Call me voodoo witch, call me me. Call me disco queen, I'll be the superstar disco queen. I'll rule the whole San Francisco scene. That's right. Watch me moving, watch me going down, going down. I'll be dancing, dancing till I get the crown. Hollywood is near, so there you are. Do you disco queen of the whole San Francisco scene? That's right. Do you disco queen of the whole? Und nun zur zweiten Runde in unserem beliebten Ratespiel Dumm gefragt ist halb gewonnen. In der zweiten Runde bekommt derjenige die 10.000 Punkte, der als erster hinter diesem Tisch hervorkommt, mich am Ohr zupft und mir die richtige Antwort sagt. Alles klar, ja? Also, Frage Nummer 1. Ich sehe, Herr Einfalt hat noch eine Frage. Bitte sehr, Herr Einfalt. Soll man ziehen oder zupfen? Ja, ich verstehe Sie nicht ganz. Jetzt hört doch endlich mal mit diesem blödsinnigen Geklatsche auf. Ja, ich... Oh, nur weint doch nicht gleich. So war es ja nicht gemeint. Nicht? Ja, besser so. Ja, ja ich meine, soll man Sie am Ohr ziehen oder zupfen? Wie Sie wollen, Herr Einfall. Ganz wie Sie wollen. Ja, und wenn man sie zieht und zupft, kriegt man dann 20.000 Punkte? Herr Einfall, Sie können einen... Also nochmal ganz langsam. Egal, ob Sie zupfen oder ziehen und zupfen, Sie bekommen in jedem Fall nur 10.000 Punkte. Das ist gezupft wie gezogen, ist das jetzt klar? Ja! Ja, und wenn ich sie zerre, wie ist es mit Zerren? Nein! Ja. Oder wenn ich zwicke, krieg ich für Zwicken Schluss mehr jetzt. Punkte? Erste Frage. Wie hoch ist der höchste Berg der Welt? Ihre Antwort, Herr Hinterlist, wie hoch ist der höchste Berg der Welt? 8.833 Meter. Vollkommen falsch. Also so ein Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört. Ihre Antwort, bitte, das genügt, Herr Hinterlist, ich danke Ihnen. Ihre Antwort, Herr Katzenkreis, wie hoch ist der höchste Berg der Welt? Höher als alle anderen. Sensationell! Fantastisch! Vollkommen richtig. Das macht wiederum 10.000 Punkte, Herr Katzenreis. 10.000 Punkte aus der ersten Runde, 10.000 Punkte aus der zweiten. Das macht zusammen, meine Assistentin wird das eben mal ausrechnen. Der Kandidat 3 hat 2769,36 Punkte. Sensationell! Und nun meine letzte Frage. Warum ist es am Rhein so schön? Ja? Ich bin... Knisternde Spannung im Saal. Ich war zuerst. Ja, Herr Katzgras, Sie waren zuerst. Ja. Darum Ihre Antwort. Ja. Warum ist es am Rhein so schön? Weiß ich nicht. Richtig! Das weiß keiner. Schon wieder
10.000 Punkte für den Kandidaten 3. Das macht zusammen 1.677,88 Punkte und in Österreich 967,855 Punkte. Der Sieger in unserem heutigen Ratespiel heißt Maike Katzengreif. Danke schön, danke schön. Danke schön. Danke schön. Und nun, danke schön. Und nun zur Preisverleihung. Ich habe hier zwei Karten in meiner Hand. Zwei. Wenn Sie die weiße Karte ziehen, ja, bekommen Sie unseren super Doppel-Überraschungspreis. Ja. Wenn Sie aber irgendeine andere Karte ziehen, dann bekommen Sie eine 20-Zimmer-Villa am Mittelmeer mit Personal, Rolls-Royce, einer Yacht, einem Reitpferd und zwei Tüten Lakritz-Bonbon. Ja. Ich mische jetzt die Karten. Ja, ja, ja. Bitte, Herr Katzengreis, ziehen Sie eine Karte. Ja, ich ziehe diese hier. Weiß! Weiß! Weiß hat gewonnen! Und nun für unseren Gewinner, unseren super Doppel-Überraschungspreis. Diese formschöne und pflegeleichte Kuh, die übrigens auf den Namen Edeltraut hört, gehört jetzt Ihnen, Herr Katzengreis. Aber das kann ich doch gar nicht annehmen. Aber nicht so bescheiden, Herr Katzengreis. Diese Kuh gehört Ihnen. Sie können sie verschenken, verkaufen, verleihen, vergraben, verlieren, verwünschen, vergrämen, verekeln oder aber behalten. Denn auf den, dem Edeltraut in 10 Tagen gehört, auf den wartet der zweite Teil unserer super Doppel-Überraschung. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Herr Katzengreis. Dankeschön. Sollen wir Ihnen die Kuh zuschicken oder nehmen Sie sie gleich mit? Hey, ich nehme sie gleich mit. Dankeschön. Jetzt wird mir ja so manches klar. Und deshalb bietest du also allen hier ein Glas Milch an. Hier zuerst habe ich ja versucht, die Milch selber wegzutrinken. Mhm. Aber das ist gar nicht so einfach, kann ich dir sagen. Das schafft man auf die Dauer nicht. Und jetzt willst du die Milch verschenken, Maike? Tja, ich versuch's jedenfalls. Das ist auch nicht so einfach, wie man denkt. Manche Leute, die werden misstrauisch, wenn man ihnen was schenken will. Und andere, die trinken freiwillig keine Milch. Die muss man überreden zu ihrem Glück. Mhm. Komisch, und da denkt man immer, jemand, der einen Preis gewinnt, hat Glück gehabt. Ärger hab ich, liebe Honey. Nichts als Ärger. Ich habe ja schon versucht, mich von Edeltraut zu trennen. Ja, aber... Keine Rührseligkeiten, Honey. Edeltraut muss weg. Ja, aber was wird denn aus der zweiten Hälfte von der Super-Doppel-Überraschung? Wenn du Edeltraut weggibst, dann bekommst du ja die zweite Überraschung nicht mehr. Die will ich auch gar nicht bekommen. Eine Überraschung reicht mir. Beim zweiten Mal krieg ich wahrscheinlich einen Elefanten oder einen Walfisch für die Badewanne. Och, das weißt du doch gar nicht. Stimmt. Vielleicht ist es ja auch was Nützliches. Sag mal, bist du denn gar nicht neugierig? Nee, bin ich nicht. Aber wenn du so neugierig bist, dann kannst du Edeltraut gern geschenkt haben. Kannst sie gleich mitnehmen, jawohl. Oh, das würde ich doch nie übers Herz bringen. Dir den Preis, den du gewonnen hast, wegzunehmen. Nicht übers Herz bringen. Sich nicht lache. Du willst Edeltraut ja auch nicht haben, weil man mit Edeltraut nur Ärger hat. Michael, vielleicht will Kurt. Nee, Kurt will auch nicht. Keiner will Edeltraut. Ich habe ja schon alles Mögliche probiert, um sie loszuwerden. Ja? Pass auf. Mitbürger, Freunde, Hamburger, hört mich an. Versteigern will ich Edeltraut, nicht verschenken. Edeltraut zum Ersten, zum Zweiten. Bietet keiner. Eine ganz pflegeleichte Kuh ist das. Die kann fast alles, nur kochen kann sie nicht. Edeltraut zum Ersten, zum Zweiten und zum... Keiner will Edeltraut. Edeltraut, komm, wir gehen. Hier will dich keiner haben. Komm. Ach, ihr seid doch eine Zuhandlung. Wollt ihr nicht die Edeltraut kaufen? Nein, leider nicht. Die können wir nicht gebrauchen. Warum nicht? Weil wir Vögel haben, Kaninchen und Meerschweinchen. Ist zu groß für euch. Ja, ein Aquarium passt ja auch nicht rein. Das stimmt. Edeltraut, komm, wir müssen gehen. Du Milchmann, komm mal her. Willst du die Edeltraut kaufen wegen der Milch? Nee,
Der hat auch lieber Milch in Tüten, Edeltraut. Komm, uns will hier keiner, wir gehen. Edeltraut, jetzt versuche ich noch mal, ob dich jemand geschenkt haben will. Wart mal einen Moment. Willst du die Kuh geschenkt haben? Nein, ich hab so viel Igel, ich kann keine Kuh gebrauchen. Schade. Willst du die Kuh geschenkt haben? Nee, die haben keinen Platz in der Wohnung. Ihr habt keinen Platz? Nee. Die braucht aber gar nicht viel Platz. Nee, und außerdem haben die auch keinen Garten. Ach so. Willst du die Kuh geschenkt haben? Nein. Auch nicht? Nein. Wirklich schade. Willst du vielleicht die Kuh geschenkt haben? Nein. Auch nicht? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht, hier ist was. Ist dir zu groß, nicht? Ja. Die arme Edeltraut. Oh, die kann einem richtig leid tun. Kannst sie gerne haben, wenn sie dir so leid tut. Naja, haben möchte ich sie eigentlich auch nicht in meiner kleinen Wohnung. Faule Ausrede. Aber ansehen würde ich sie gerne mal. Wo ist sie denn? Draußen vorm Studio. Angebunden. Ja? Oh, kann ich sie mal sehen? Guck mal, schließlich habe ich auch hier diese ganze Milch weggetrunken, nicht? Na gut. Kurt! Herr Katzenreis? Hanni möchte gern unsere Edeltraut sehen, Kurt. Kannst du nicht mal reinholen? Hier im Studio? Kurt, keine Widerrede. Ich gehe ja schon, Herr Katzenkreis. Langt aber heute. Sag mal, Michael, nimmst du Edeltraut denn überall hin mit? Ich kann sie ja nicht allein zu Hause lassen. Die frisst mir doch alles auf. Aha, die bekommt wohl bei dir nicht genug zu fressen, was? Klar, kriegt die genug zu fressen. Meine ganze Wohnung ist voller Heu. Der Quizmeister hat mir ja noch extra aufgetragen, Edeltraut gut zu füttern wegen der zweiten Hälfte der super Doppelüberraschung. Aha, und was hat das zu bedeuten? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Mir reicht's. Herr Katzenreis. Schön, Herr Katzenreis. Schön langsam, Kurt. Erst kauen, dann sprechen. Ein Wunder, Herr Katzenreis. Ein Wunder! Das wird mich aber wundern. Edeltraut ist weg. Nein. Doch. Doch, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Nichts. Na bitte, jetzt hast du es erreicht. Edeltraut ist weg, deine Probleme sind gelöst. Da stimmt was nicht. Doch, es stimmt wirklich. Edeltraut ist weg. Quatsch, ich meine, da ist was faul. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß nicht, warum du nun wieder rummeckerst. Edeltraut ist weg, alle deine Probleme sind gelöst, jetzt hast du es doch geschafft. Aber so nicht. So wollte ich Edeltraut nicht loswerden. Also ich glaube... Na? Ich glaube, Edeltraut ist entführt worden. Entführt? Entführt, Herr Katzenreis? Ach, so ein Unsinn. Wer wird eine Kuh entführen? Na, hör mal. Noch dazu eine, die einem ständig Ärger macht. Der weiß ich auch noch nicht, aber irgendeinen Grund wird das schon haben. Und ich werde auch rauskriegen, welchen. Na, merkwürdig ist das schon. Eben. Aber was willst du denn jetzt machen? Zuerst müssen wir Edeltraut wiederfinden. Herr Katzenkreis? Haben Sie nicht diesen komischen Mann gesehen? Also außer dir habe ich hier keinen komischen Mann gesehen, Kurt. Aber Herr Katzenkreis, hier liegt doch immer so ein komischer Mann rum. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen und dunkler Brille und einem Hut. Und ganz vorsichtig umgesehen hat er sich immer. Ich habe mich schon gewundert. Ja, Kurt, jetzt erinnere ich mich. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen, den habe ich auch gesehen, das stimmt. Der war's. Der hat meine arme Edeltraut entführt. Ja, und nun? Nun werde ich ihn verfolgen und die arme Edeltraut wieder befreien. Kurt, du kommst mit. Mach ich. Ich hol nur schnell Jacke und Schal, ne? Beeil dich. Och, viel Glück. Komm, Kurt, komm. Und wo gehen wir jetzt hin? Es ist niemand mehr zu sehen, Herr Katzenreis. Aber mir wird schon was einfallen. Erstmal mir nach. Herr Katzenreis, den finden wir nie. Keine Sorge, ich hab schon Witterung aufgenommen. Mir nach, Kurt. Ein Glück, dass Edeltraut so gut duftet. Schneller, Herr Katzenkreis, schneller! Stopp, Kurt, stopp. Wir müssen wieder zurück. Der Wind hat gedreht. Ich riech's. Das muss ganz in der Nähe sein, Kurt, ganz in der Nähe. Da! Oh. Eine Spur. Oh ja, die Richtung stimmt. Ich riech's genau, Kurt, ich riech's genau. Genau, da liegt schon wieder was. Hey, Edeltraut ist ein guter Indianer, hinterlässt überall Spuren. Da vorne, Herr Katzenkreis, da vorne ist der. Das sind ja zwei. Das. Komplize, was? Vielleicht sein Bruder. Oh ja, so wie der aussieht. Und was nur, Herr Katzenkreis? Natürlich. Taxi!
Wir müssen da vorne den Wagen mit dem Anhänger verfolgen. Oh, fein, das habe ich mir schon immer gewünscht. Los, steig ein, Jungs. Ich guck mal, wo er hin ist. Da, Herr Katzenkreis, da ist er reingelaufen. In die Sauna? Ja. Na gut, wir können uns hier mal verstecken. Wenn er rauskommt, dann schnappen wir ihn uns, ne? Da ist er, Herr Katzenkreis. Ja, aber wo ist Edeltraut? Edeltraut ist nicht da. Wo hat der Kerl bloß die Edeltraut gelassen? Jetzt geht er weg. Ja, wir müssen hinterher. Ja, pass mal auf, ich guck in der Sauna nach und du verfolgst ihn. Aber hinterlass irgendwelche Spuren, damit ich dich finde, nicht? Mach ich. Bis gleich. Tach, ist Edeltraut bei euch? Nee, die geht auch gar nicht rein. Ja, ich gehe ja schon, ist ja gut. Hoffentlich finde ich ihn, Kurt, überhaupt wieder. Den Schal kenne ich doch. Das ist sein Schal. Wahrscheinlich hat er mir den als Zeichen hier gelassen. Schlau. Schal habe ich schon. Oh, das ist ja Kurts Jacke. Das ist ja System drin. Ich finde eins nach dem anderen, da weiß ich, wo er hingegangen ist. Oh, das ist doch Kurts Pullover. Na, der wird ganz schön frieren. Die Richtung stimmt jedenfalls. Oh, da hängt ja sein Hemd. Also jetzt wird's langsam kalt. Das ist seine Hose. Jetzt wird's aber Zeit, dass ich ihn finde. Und nun... Herr Katzenkreis. Ich muss mich doch aber sehr wundern, Kurt. Ja, hast du deine Klamotten? Katzenkreis. Da drin wohnt er. Ah, gut gemacht, Kurt, gut gemacht. Dann wollen wir mal die Edeltraut befreien. Komm. Aufmachen! Sofort aufmachen! Was soll denn dieser Lärm? Wo ist Edeltraut? Wer? Wir wollen Edeltraut wiederhaben. Sagen Sie, von wem sprechen Sie überhaupt? Ich kenne diese Dame gar nicht. Aber bitte überzeugen Sie sich selbst, ob Edeltraut in meiner Wohnung ist. Worauf du dich verlassen kannst. Na bitte. Sehen Sie Edeltraut irgendwo? Kurt, du durchsuchst die ganze Wohnung. Mach ich, Herr Katzenkreis. Edeltraut! Mist. Ist denn nur das Vieh?
Nichts, Herr Katzenkreis. Na, aber hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Sie müssen Ihre Edeltraut schon woanders suchen. Auf Nimmerwiedersehen, meine Herren. Ich glaube, der will, dass wir gehen, Herr Katzenkreis. Das krieg ich noch raus. Das krieg ich noch raus. Ja? Nichts. Wir haben Edeltraut nicht gefunden. Und was ist mit dem komischen Kerl? Den haben wir gefunden. Und der hat Edeltraut auch entführt. Wir haben ihn verfolgt. Und dann ist er mit Edeltraut in einer Sauna verschwunden. Und als er wieder raus... Du sag mal, Hanni, warum gehen Leute eigentlich in die Sauna? Na, weil sie abnehmen wollen, um dünner zu werden. Abnehmen? Ich hab's. Was denn? Ich weiß jetzt, wo Edeltraut verschwunden ist. Was ist denn nun schon wieder los? Herunter mit der Maske, Hubert Hinterlist. Du bist erkannt. Gut. Zugeben. Aber deine Kuh habe ich nicht. Klar hast du, Edeltraut. Platz da! Wo soll ich denn hier eine Kuh versteckt haben? In der Blumenvase vielleicht? Du hast die arme Edeltraut in der Sauna zusammenschrumpfen lassen. Tje, weiß ich. Und jetzt ist sie... Hier in dem Schuhkarton. Dein Spiel ist aus, Hubert Hinterlist. Verwünscht. Jetzt bekomme ich die zweite Hälfte meiner Super-Doppel-Überraschung doch nicht. Nee, die kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Die krieg ich. Na, Michael? Na, Hanni? Hast du denn die arme Edeltraut gefunden? Doch, hab ich. Naja, dann ist ja alles wieder in Ordnung, nicht? Tja, und außerdem habe ich als alter und neuer Besitzer die zweite Hälfte von der Super-Doppel-Überraschung bekommen. Oh, und was war das für eine Überraschung? Ich habe Edeltrauts Gegengewicht in Markstücken gekriegt. Sag bloß, Mann, da bist du doch jetzt schwer reich. Denkste, guck mal. Edeltraut ist noch genau 1,72 Mark schwer. Oh. Ach, nimm's mal nicht so schwer, Michael. Und außerdem, nur ist Edeltraut auch nicht mehr zu groß für deine Wohnung, nicht? Ja, ist was Wahres dran. Ich werde Edeltraut einen schönen Meerschweinchenkäfig kaufen und sie da hineinsetzen. Ja, und die Milch, die Edeltraut nur noch gibt, die reicht gerade noch für den Morgenkaffee. Prima, da kann ich sie jetzt auch über der Tasse direkt melken.